Okay, nice. Sehr, sehr geil. Haben wir hier irgendwie eine Mütze oder so vielleicht? Habe ich dir schon nachgeguckt? Ich weiß es nämlich nicht, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Vielleicht finde ich ja doch nochmal einen Hut. Oder so. Aber ich glaube nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Hier, deine Waffe. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Guter Versuch. Die Wumme ist ja gar nicht geladen. Widersprechen Sie etwa einem Vorgesetzten, Gefreiter? Das gibt 2 Wochen Küchendienst. Ist das dein Ernst? Ach so. Okay. Hat sich schon. Okay. Alles gut. Jetzt alles gut. Fehlt nur noch Munition und eine Möglichkeit, alles in den Lauf zu stopfen. Munition. Als ob. Was? Okay. So. Jetzt muss nur noch alles in den Lauf gestopft werden. Warte, was? Toni hat recht. Ich bin ein. Ich verstehe. Aber. Scheiße. Mit einem. Ich vermisse. Oh, ich wette, dafür brauche ich diese. Eine Schrott. So viel zum. Nicht nötig. In meinem zumindest nicht. Also nicht. Ich brauche dafür definitiv diese. Diesen Flaschenreiniger. Dings. Und dafür. Brauche ich die Kartoffel. Dafür brauche ich Wasser. Dafür muss ich beim Daten gewinnen. Und Scheiße. Wieso geht das nicht? Ich brauche kein. Okay, Moment. Ich muss. Oh Mann. Oder gibt's irgendwas anderes dafür? Ich glaube nicht, nee. Kann ich vielleicht irgendwie doch Wasser schon hier rausbekommen oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, das funktioniert nicht. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Ja, und dafür brauche ich Dinge. Kann ich das Glas nicht wieder mitnehmen? Ich hab das Glas nicht mehr. Scheiße. Keine Es geht echt nicht irgendwie mit was anderem? Nee. Scheiße, Mann. Das ist jetzt echt doof gelaufen. Vielleicht hier drin irgendwas? Ofen. Ja, nee. Nee. Nee, nee, nee. Ach, Mensch. Okay, wie... Ach, ich komme jetzt gar nicht mehr durch. Och, man. Ich habe aus dem Spiel geklickt. Ich habe aus dem Spiel geklickt. Ja, GG. Okay, Moment. Moment. Ich muss... Moment. Moment. Moment! Ja, das brauche ich ja. Ach, ich brauche diese Kartoffel. Noch den. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ja, toll. Aber ich kann nicht beim Darten gewinnen, weil mein Dartpfeil nicht trifft. Nein, muss ich irgendwie vielleicht woanders hinklicken oder so? Keine Ahnung. Und los, Rufus! Ja. Höha, damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Okay. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Finger, vielleicht hätte ich doch nicht mit. Okay, das hatte ich letztes Mal auch gemacht, ne? Vielleicht funktioniert es jetzt. Komm schon, komm schon. Nein, natürlich nicht. Och Mann. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß es doch nicht. Ach so, ja, okay, das ist. Wenn ich und endlich vielleicht hätte. Ach Moment, ich hab ja noch nicht mit den Leuten gesprochen, ne? Was ist los? Wir kennen diesen Song noch nicht. Ja, und warum unser Rudi. Oh, dieses hey. Ja, ich hatte ja noch nicht mit denen gesprochen. Kommt schon. Hey. Vielleicht muss ich jetzt erst starten. Vielleicht kann ich jetzt erst starten. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht hat es jetzt irgendwas getriggert oder so, ich weiß es nicht. Und... Nein, immer noch nicht. Okay. Nochmal mit Sohn reden vielleicht? Hallo, ich weiß es nicht. Audi Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Weißt du, wie man... Natürlich. Was denkst du, wozu... Absicht, was du... Okay, Moment. Das hatten wir alles schon... Mann! Zu viel. Hatten wir schon mal... Und es gibt hier das... Ich zu... Wenn... Was nur auch und ist nur so. Was brauchst du noch gleich, um mir ein Hochpräzisionsblasrohr zu bauen? Nun, ein Blasrohr natürlich. Außerdem einen Pfeil und Bienen für das Nervengift. Blasrohr, Pfeil ist nur. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Okay. Was gibt's denn? Was grill doch? War nicht. Ja, das hatten wir schon mal. Was soll der? Das ich mach dir. Hatte ich nicht. Okay. Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Weil die Nervensägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bornierter Provinzprolet ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist der Affe taub wie ein Toastbrot. Hey, ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern, etc., etc. Na dann, okay, Moment. Wir brauchen Bienen. Wie bekommen wir diese Bienen? Dafür brauchen wir einen Imkerhut oder so, ne? Oh Mann, ey. Wir haben ja schon mal ein, zwei Sachen. Dafür brauche ich und. Was, wenn ich sie aufmache? Ja, ich mache nochmal auf. Was ist das? Geil. Was gibt das da zu lachen? Nichts. Im Gegenteil, du trägst es wie ein Mann, Rattenmann. Die Bienen waren offenbar fleißig. Sehr ungewöhnlich. Ja, was war jetzt mit dem Wachs? Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte... Moment. Der Rattenmann. Komm schon, Rattenmann. Lass uns spielen. Heißt das, ich bekomme meine Revanche? Nein, das heißt es nicht. Dieses Spiel ist natürlich außer Konkurrenz. Natürlich. Na, wo ist denn der Rattenjunge? Und was hat dieser... Lach nicht so blöd und beantworte meine Frage, Rattenmann. Und Bienen. Ja, er meinte Bienen, aber... Vielleicht brauche ich keinen... Nervengift von Bienen, ja, vielleicht brauche ich die. Nur den Wachs, nur das Wachs oder so. Hier, guck mal. So ein Kummer. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Okay, hier ist schon mal der Strohhalm. Was soll das sein? Los. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest bringst. Okay, vielleicht jetzt das Wachs oder so? Was soll das sein? Ein Teil. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Ich brauche wirklich Bienen. Wirklich. Eindeutig brauche ich die Bienen. Muss das sein? Mensch. Der Rattenmann hatte nichts. Der Rattenmann brauchte nichts. Der Rattenmann war einfach nur der Rattenmann. Was? Muss ich jetzt nochmal mit ihm spielen? Wie jetzt? Aber es gibt doch gar keine Preise mehr. Okay, Moment. Ist doch egal. Dabei sein ist alles. Auf die Plätze. Oh. Okay. So. So, wie muss ich das... Wie war nochmal der Trick, dass man immer gewinnt bei dem Schüssel? War das hier liegen oder so? Ich weiß es nicht. Egal, ich werde schon gewinnen irgendwie.
Okay. Ich glaube, das wird gerade nichts irgendwie so. Nice. Mal hier hinlegen? Nein, meine... Oh. Nein, perfekt. Gewonnen. Hm. Okay, ich brauche die Bienen. Ich brauche die Bienen. Das ist auch so schon. Vielleicht so... Ah. Wie komme ich denn jetzt die Bienen? Hier ist ausnahmsweise einmal nicht, sondern Willensstärke und blindes Vertrauen. Okay. Ich brauch... Hey, Rattenmann. Komm schon, lass uns spielen. Heißt das, ich... Nein, dieses Spiel... Natürlich. Hey, Rufus, Lust auf eine... Faul eher so. Es ist, jeder Spieler versucht ohne Hand... Ja, das macht schon Sinn. Ja, dass die Viecher... Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjägerdiplom aus dem... Darum ist das Spiel... Naja, unterm Infektions... Ich weit, mein Mann. Ach, Gottchen. Okay, Honigbinder. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Oh, armer Rufus. Ma, Moment. Hier. Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Wachs. Ein Versuch ist es wert. Ja, das ist es. Diese Pein, diese Agonie. Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier, nimm. Danke. Danke. Ich brauche ihn nicht mehr. Zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder spüre. Hey, Lotto. Was heißt... Lass mich doch mal gucken. Vielleicht fällt mir... Sei bitte... Nee. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur. Ich meine natürlich... Tüdelü. Tüdelü. Lady Shave. Lady Shave. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Oh, Moment. Moment. Rattenmann. Und jetzt stillhalten. Was? Hey, stopp. Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Okay. Ist das behindert? Ja, Bienen! Na, Biene. Bienen? Doch mehrere Bienen, okay. Was soll das sein? Ein Teil. Lass das den Profi beurteilen. Das sind gute Bienen. Genau. Danke. Richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Viel Vergnügen damit. Danke. So, was müssen wir? Jetzt müssen wir damit aber locker auf eine Dartscheibe zielen, oder? Ich wette es. Komm schon. Alles klar. Naja, dann halt so. Alles klar. Kann ich das nicht wieder mitnehmen? Ach, komm schon. Kann ich das Kuschelt jetzt mitnehmen? Das lass ich lieber. Ich kann... Lonzo, alles klar bei dir? Ja, Rufus, alles super. Dich trifft keine Schuld. Ha, alle haben es gehört. Kein Grund zur Sorge. Okay, Rufus, okay. Gut. Dann brauche ich jetzt... Oh Gott, ey, jetzt muss ich ja alles machen. Ich muss ja also... Wow. Hei. Ist schon krass, ne? Ist schon krass. So, Moment. Wenn ich jetzt... Oder das so, hier... So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Killbot-Mode. Alle Menschen müssen vernichtet werden.
Aua! Was soll denn das? Wo ist Chillbot? Chillbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Chillbot-Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus Würgen. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. So schwer kann das ja nicht sein. Gibt ja nur drei Hebel. Chillbot-Mode. Okay. Chillbot-Mode. Kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihrer sympathischen Barbecue-Assistenten. Okay. Chillbot-Mode. Okay, das war falsch. Chillbot-Mode. Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Boah, aua, was soll denn das? Ja, okay. Sei ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden, Mensch. Thrillbot-Mode. Thrillbot-Mode. Moment, ich bin gerade. Nein! Okay. Action! Thrillbot-Mode. Halten Sie lieber Abstand. Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Action! Im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir eine Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Ist das nicht die Stimme von Dagobert Duck? Chillbot-Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Nein. Yeah. So, danke. Was? Achso, hier fehlt noch ein Behälter oder so, genau. Super, wir haben Chillbot aktiviert. Endlich Eis bekommen. Können das Eis jetzt auf dem Grill schmelzen, um Wasser zu bekommen, das dann über die... Über das Dingens gießen. Über... Die Folienkartoffel. Die dann spalten. Geil. Genau so. Folienkartoffel auspacken. Kartoffel spalten. Ja. Nehmen. Das wieder daran machen. Ich glaub. Genau. Ich meinte. Ohrschützer erhalten. Wir können die Ohrschützer jetzt wieder Zoom geben. Sind das etwa Ohrenschützer? Ja, sind es. Erstmal wieder richtig hinsetzen. So. Wow, danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Doch. So, jetzt können sie wieder den Song spielen. Ihr habt's gehört, ja, unser Pup. Ja. Flaschenbürste. Endlich! Fertig! Der Elefant kann kommen. Yeah! Geladene Wumme! Bitteschön, Tuck! Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment, ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Ich halte hier die Stellung, Sir. Übertreib's nicht, okay? Tag ist cool. Aber Leute, bevor wir jetzt weitermachen, beende ich hier die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Das war ein Rätsel, du. Das war eine Rätselei, meine ich. So. Ach ja.
Okay, die Stelle mit dem Elefantenspuren mit der Glasscheibe war ja mega geil irgendwie. Fand ich gut, fand ich sehr gut. Gut, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.